Juhu und herzlich willkommen zu unserem Tipp des Monats im Oktober, das heißt wieder zu Halloween. Und wie jedes Jahr gibt es dieses Jahr wieder eine Stranger Function für euch. Und bevor ich euch die zeige, sage ich euch gleich, bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn in diesem Tipp des Monats gibt es ein Gewinnspiel. Und da könnt ihr einen Online-Kurs gewinnen. Bleibt also dran, jetzt erstmal zu der Stranger Function. Und zwar geht es heute um unsere Hintergrundfarbe. Wusstet ihr, dass ihr die verändern könnt im Palette Cut? Ich gehe hier mal auf Datei, auf unsere Programmeinstellungen und dort habt ihr gleich hier am Anfang die Auswahl zu Farben. Und ihr könnt euch alles Mögliche hier einstellen, zum Beispiel eben auch den Hintergrund von Palette Cut. Und damit ich euch zeige, wie das Ganze aussieht, nehme ich hier mal ein schönes Pink für meinen Hintergrund und frage euch, wie findet ihr das? Und vor allem, habt ihr da eine richtig gute Anwendung dafür? Oder ist es wirklich eine Stranger Function? Schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin wahnsinnig gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gewinnspiel. Wir haben ja allerlei Easter Eggs eingebaut in Palette Cut, beziehungsweise unsere Entwickler. Das machen die nämlich ganz gerne. Und hierzu gehört unter anderem dieser Teppichboden hier. Und ich habe jetzt diese Planung mal so schön nachgeplant. Werde euch ganz kurz ein Bild aus einem Film einblenden. Aus diesem Film kommt nämlich dieser Teppich. Und um jetzt einen Online-Kurs zu gewinnen, sagt ihr mir in den Kommentaren bitte, was ist das für ein Film? Bis zum Ende des Monats lassen wir das Gewinnspiel laufen und aus allen Kommentaren, die eingesendet werden, werden wir einen Online-Kurs verlosen. Also nicht nur der zuerst schreibt, sondern alle bis zum 31. Oktober kommen in den Lospot. Ich wünsche euch ganz viel Glück dabei. Ich bin mal gespannt, ob es jemand weiß. Ganz ehrlich, ich hätte es nicht gewusst. Ich kann auch nicht einschätzen, wie schwer es ist, aber ich glaube, ganz einfach ist es jetzt auch nicht. Kleiner Tipp, der Film passt ganz gut zu Halloween vom Genre her. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Rätseln, Googlen, was auch immer. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage Dankeschön fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like da, abonniert am besten auch unseren Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann schaltet am besten nächsten Monat wieder ein zum nächsten Tipp des Monats.